Hey Siri, wann ist Weltmännertag? Weltmännertag ist am Sonntag, den 19. November 2023. Vielen lieben Dank. Ja, da habt ihr es gehört, ihr Männer. 19. November 2023 ist auf jeden Fall Weltmännertag, aber wir feiern natürlich heute den Weltfrauentag. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, geplanter Abstieg, ja oder nein? Schwierig zu sagen, ob man lieber auf- oder absteigen sollte. Also hier bei den Herausforderern oder und auch in den anderen drei Clans, kann ich euch sagen, sind die letzten beiden Spieltage extremst anstrengend. So will ich es mal sagen. Extrem anstrengend. Denn wir haben nochmal richtig nette, heftige Begegnungen in den anderen Clans. Fast nur Hit-Ups, also mit ganz, ganz vielen Rathausstufen. Und hier bei den Herausforderern jetzt natürlich nicht so. Aber wir müssen hier einen Spieler ersetzen, der im Moment nicht so wirklich zum Spielen kommt. Und sind dadurch, ich nenne es mal so, ein ganz, ganz kleines bisschen geschwächt. Aber vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Denn wir haben hier unheimlich Lack gehabt, kann ich euch sagen, in unserer Runde. Jetzt nicht gegen die Volund Tarisisi, sondern auch im Gesamten. Also tatsächlich haben wir nicht gedacht, dass wir jetzt auf Platz 1 stehen hier. Denn der Platz 2 war die ganze Zeit Platz 1 und wurde dann so ein bisschen durchgereicht einmal. Das, was wir ein bisschen, oder das, was ich ein bisschen verkannt habe, ist, dass die hier auch zweimal jetzt mittlerweile verloren haben. Zweimal. Und aber nur nach Prozente. Ja, nun kann ja nur nach Prozente gewesen sein. 30-30 und hier unten nur 28-28. Also ziemlich Muzzle gehabt. Die anderen haben uns also ein bisschen mit reingespielt, dass wir hier so ein bisschen machen müssen. Und ich kriege gerade eine Erinnerung rein, Leute. Clanbogen füllen, okay. Ich kriege gerade eine Erinnerung. Habe ich mir gestern Abend gesetzt, glaube ich, im Stream. Jo. Ja, ich mache das jetzt gleich mal, bevor es dann wieder einer durchjammt hier. Meistens oder sehr, sehr häufig ist es Achilles oder Nachtschatten? Okay, ja, habe ich mir mal in Erinnerung gesetzt. Und ich hoffe, der Skin der Queen gefällt euch. Ja, ich bin ganz ehrlich, so gut oder so schlecht wie mir. Also ich mag ihn nicht, ihr seht ihn ja hier im Bild. Und ja, was heißt, ich mag ihn nicht? Ich finde ihn in Ordnung. Ich finde es in Ordnung, dass sie so eine ganze Serie jetzt rausbringen. Den King gibt es auch übrigens noch zwei Tage hier im Shop. Aber ihr seht das schon im unteren Bereich. Hier Avatar ist noch nie gedreiert worden. Allerdings jetzt doch mal gedreiert worden, denn natürlich greift der andere Clan unsere 14er, wir sind unten 4 Stück, mit deren 15ern an, das ist ganz klar, muss man fairerweise so sagen. Und aber trotzdem sind wir noch ein paar Sterne, wir sind immer noch ein paar Sterne vor denen, also 2 Stück, und haben ja auch noch Angriffe. Ja, wir haben erst 5 gemacht, haben also noch Angriffe, je nachdem wie weit wir jetzt nach vorne kommen. Und die dann gewinnen und plus 10 bekommen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch an der Zeit, hier abzusteigen. Ah, nicht abzusteigen, Entschuldigung. Nur die Liga zu halten, denn wir sind ja erst in der letzten Liga aufgestiegen. Und jetzt dann gleich nach Meister 1 rein. Ich glaube, das müssen wir nicht wirklich, oder müssen wir uns nicht wirklich antun. Ja, ich bin da wirklich sehr, sehr unsicher, was das angeht, weil ihr wisst selber, je weiter es nach oben geht, es wird nicht einfacher. Ja, es wird nur schwerer, und dann können wir mit den 14ern gar nicht mehr halten. Da brauchen wir dann wirklich echte 15er, also 15, 15er, wenn nicht sogar 16, 17, 18 vielleicht, damit wir durchtauschen können, falls jemand nicht kann oder so oder im Urlaub ist oder was auch immer. Ja, es ist also... ich weiß noch nicht, wo der Weg hingeht. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, okay, wir verlieren einfach extra und machen hier unsere Angriffe mehr recht als schlecht. Kann man ja so machen, aber wir gucken hier im Hintergrund einfach mal die Attacke hier von Nachtschatten an, denn das ist noch ein Lalo mit vorgespielter Blimp. Und denn der Gegner macht das im Moment ganz, ganz anders. Das werde ich euch aber auch noch zeigen. Also jetzt nicht die Gegnerangriffe, aber ich werde euch die Taktik noch die Tage ein bisschen näher bringen. Wenn ich sogar heute, ja, also nicht heute, sondern ich bleibe einfach sitzen und nehme das dann für den Donnerstag wahrscheinlich auf.
damit mir das auch nicht flöten geht. Und aber sehr, sehr schöne Attacke hier, obwohl er gar nicht mal so zufrieden war. Aber ich meine, ihr seht schon selber, 58%, 2 Sterne. Und da ist noch kein Ballon in der Luft, ne? Muss man fairerweise so sagen. Da ist noch kein Ballon in der Luft und gar nichts. Und oben hat er ja nur 2 Helden plus die ganz, ganz vielen Lager. Da gibt es also überhaupt keinen Beschuss mehr, vor allen Dingen für die Ballons. Und jetzt kommen die erst rein. Also 70% hier. Der Base sind schon weg. Und immer noch kein Ballon. Okay, und immer noch kein Ballon. Aber irgendwann wird er sie spielen. Jetzt kommen sie rein. Bei 74%, okay, hat er sich gedacht, okay, ich kann den jetzt nicht ganz so abrenken hier. Ich spiele jetzt doch mal die Loons. Aber oben wartet er doch. Ein Scattershot ist noch da, aber das ist jetzt auch eher Schmuck am Nachthemd. Und oben hat er ja noch die Headhunter auch noch im Backend. Also auch da ist alles easy peasy im grünen Bereich. Ja, und heute höre ich mich auch wieder ein bisschen normaler an, denke ich mal. Die Tage war irgendwie mein Mikro so hart übersteuert. Ich habe das auch erst im Nachgang gehört. Keine Ahnung, haben wir hier eingestellt im Livestream, bis es wieder gut war. Ohne Fremdeinwirkung tun sich ja manchmal an EDV-Systemen merkwürdige Dinge. Was würdet ihr an unserer Stelle machen, beziehungsweise was macht ihr bei euch im Clan, wenn ihr seht, Mensch, wir steigen womöglich auf und wollen das aber gar nicht. Ja, sagt man da extra, okay Leute, dann greifen wir mal nicht an. Oder macht vielleicht nur einen Stern und bricht dann ab oder was auch immer. Ist ja, wie gesagt, es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie man da dann verfahren kann taktisch. Klar, mit nicht angreifen oder halt einfach angreifen und abbrechen, holt man dann natürlich 0 Sterne. So kann man es machen. Letztendlich will man sich dann aber auch nicht wirklich so die Blöße geben. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass man sagt, ah, okay, der Gegner sieht dann, ah, die wollen droppen und wollen gar nicht aufsteigen. Denn ich glaube, wir fühlen uns hier ganz wohl in Meister 2. Und so richtig die Ambition, muss ich für mich wirklich sagen, nach Meister 1 habe ich jetzt nicht. Natürlich wäre dann Meister 1 Champion 3. Na klar ist das alles nice, Leute, aber es ist auch alles wirklich, ihr kennt das selber, vor allen Dingen, wenn ihr mit mehreren Accounts spielt. Es ist anstrengend. Irgendwann wird das anstrengend, Clash of Clans, glaubt man gar nicht. Dann ist es nicht mehr so dieses kleine Kinderspiel und Barbaren-Schubspiel, sondern dann zermartert man sich eher den Kopf, wie man welche Base angreift, mit welcher Gruppe, mit welcher Truppe ich angreife, welche Supertruppen habe ich gerade am Start, welche muss ich machen und. Also gibt es da 1000 Fragen, die man sich vor den Angriffen hier stellen kann. Und deswegen ist das sicherlich immer eine schwierige Sache hier, Liga. Ich bin auch wieder froh, wenn sie vorbei ist. In 2 Tagen ist sie vorbei. Also wir haben dann heute Abend, am Mittwochabend, am Mid-Clash-Abend, den Einzug hier in den letzten Spieltag dieser Liga hier. Und dann haben wir wenigstens ein relativ freies Wochenende, so will ich es mal sagen. Aber ein Wochenende lag ja mit drin. Und ich finde es aber nach wie vor sehr, sehr gut. Auch abends in den Livestreams ist das ziemlich cool gemacht. Wir springen zwar immer fröhlich zwischen den Rathausstufen hin und her, aber so ist das halt. Ich möchte auch relativ viel dann live da festhalten und möglichst, ich will nicht sagen wenig Wiederholung wird es natürlich immer geben, aber wenn wir natürlich live cool was reinbekommen, dann sollten wir das auch mitnehmen, würde ich sagen an der Stelle. Aber naja, wie gesagt, um die Herausforderung habe ich mich noch nicht wirklich gekümmert, die es jetzt neu gibt zum Weltfrauentag, ja hurra. Die habe ich mir noch nicht wirklich angeguckt, beziehungsweise ich habe sie mir zwar schon angeschaut, da wir sie ja ein bisschen eher hatten als Creator, aber ich habe sie noch nicht gespielt. Müssen wir mal sehen, ob sich das auch lohnt. Ich glaube, es gibt einen Ressourcentrank und 20 Gems lohnt sich natürlich immer. Man sollte mitnehmen, was ein Supercell hier anbietet im spielbaren Bereich. Und wenn es dann auch, ich nenne es mal, nur ein Trank ist, den man natürlich umwandeln kann in 10 Gems, dann finde ich das trotzdem in Ordnung. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Reise hingehen soll und noch sind wir immer noch Erster, aber wir können natürlich noch ein paar Sterne holen, nur ja, hier in den unteren Bereichen. Ich habe diese Angriffsstrategie schon gesehen von den Gegner und werde sie euch auch ein wenig näher bringen. Vermutlich habt ihr sogar schon damit angegriffen. Jo, im Shop gibt es natürlich jetzt neben dem
neben dem Künstler. Ja, das ist auch so schwer. Es nennt sich zwar eingedeutscht Künstlerking und Künstlerqueen, aber ein Künstler kann ja, muss ja nicht nur Maler sein. Ja, wir sind ja alles Künstler, nämlich Fingerkünstler oder Denkkünstler. Also jeder von uns ist ein Künstler auf seine Art und Weise. Und aber ich bin froh, dass ich den King jetzt erstmal bei mir im Vorspann, wenn ich die Stream starte, nicht mehr sehen muss, sondern dass ich hier jetzt endlich die Queen habe. Endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung beim Toto, auch im Startbild. Und dort spiele ich meistens die Videos ein, wenn sie denn freigegeben sind. Jetzt ist dies auch wieder freigegeben. 9 Tage hier der Skin. Und ja, die jetzt legendär zu nennen, ach, ich weiß nicht. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich habe auch noch keinen gekauft. Ich bin ein bisschen gespannt auf den Warden. Denn der Warden gefällt mir persönlich aus den Vierergestirn hier am allerbesten. Wie der Royal Champion Skin sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich finde die Kappe nicht so gut. Aber der Warden hat was. Der Warden hat was von so einem Saubermann. Von so einem Säuberer oder sowas. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben das auch im Stream diskutiert und gibt natürlich nette Pakete. Denkt daran, dass ihr hier immer einen Creator-Code eingebt. Itzo oder Nups, würde ich sagen. Und wenn ihr hier in die Pakete greift, also wenn ihr einen Kauf tätigt, damit unterstützt ihr auf jeden Fall den richtigen Creator. Ich glaube, zwei kann man nicht eintragen, ne? Ne, zwei kann man nicht eintragen. Okay. Da ich im Moment überhaupt keine Käufe tätige, steht bei mir da auch keiner drin. Obwohl das ein oder andere Paket sicherlich interessant ist, was mich mal wieder freuen würde, muss ich sagen, wenn hier mal wieder so ein paar Freundschaftspakete geben würde mit Gems für alle. Das hat schon länger, glaube ich, nicht gegeben, ne? Oder gibt es das nur zu ganz, ganz bestimmten Ultra-Anlässen, irgendwelche Jubiläen oder sowas? Da reicht wohl dann der Weltfrauentag nicht. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen und ihr helft mir bei unseren Entscheidungen hier. Ich helfe euch bei euren Entscheidungen vielleicht, was vor allen Dingen die Liga angeht. Und dann sehen wir uns in jedem Fall in weiteren Videos. Ich bleibe jetzt einfach sitzen, nehme noch ein bisschen was auf, was ich schon die ganzen Tage auf der Stange hatte oder im Auftrag hatte. Und baue jetzt nach dem Angriff erstmal die Clanburgen nach. Also ich hatte mir ja auch dort per Siri eine Erinnerung gesetzt, sollte man immer machen, dann vergisst man das auch nicht. Ich mache das viel zu wenig, dass ich mir so irgendwie so einen Kalendereintrag mache oder mir so eine Erinnerung setze, du wolltest noch das und das machen, weil am nächsten Tag denkst du vielleicht nicht dran oder du denkst dran, willst es machen, machst es dann doch nicht. Aber ihr kennt das selber, das ist alles so ein bisschen persönliches Management oder Missmanagement. Okay. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Wir sehen uns heute Abend wieder eben mit Clash. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich in jedem Fall jeden Abend auf euch dort. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.